Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Warframe. Und natürlich mein super Rekrut ist auch dabei, und zwar wer? Der Typ, der besser ist wie du. Genau, dieser Typ. So, und da irgendwie bei uns beiden Warframe ein klitzekleiner Bug hat, da, weil wir nicht mehr irgendwie zusammen in einer Party sein können, um dann ein Spiel zu spielen, muss ich jetzt immer dem Crashface hinterher joinen. Ja, das ist dann schon scheiße, aber naja, egal. Wir spielen nämlich jetzt Elion, das ist für Stufe 1 bis 3 und Mission ist Spionage. Und mal gucken, was uns da erwarten wird. Ja, geht ja schon sehr schnell. Und da unten rechts sieht man schon, töten sie 5 Gegner, wären verdammt. Während dem da eben halten, dann kriegen wir dann ein Achievement. Und da oben ist dann auch schon der Crashface. Wieso, warte, wieso bist du so lila? Ach so, das ist Elektrizität, ne? Ja. Hast du keine Elektrizität oder was? Nein, ich habe Eis. Ja, Elektrizität hat mehr Stärke, von daher. Ja, und was müssen wir machen, da du ja die Frau gehört hast und jetzt sag bloß, du hast es vergessen. Dann sage ich lieber gar nichts. Schön. Okay. Ich glaube, wir sollen die Data-Terminals deaktivieren, also daher. Ja, oder eben halt klauen, weil das heißt ja Spionage. Wieso sollen wir sie klauen? Ich glaube nicht, dass du ein Terminal mitnehmen kannst. Nein, den USB-Stick reinstecken und dann geht's schon. Alter, was ist das denn? Mit dem Schild. Und es könnte sein, dass es vielleicht mal ein bisschen lecken könnte, weil keine Ahnung warum. Wir müssen mal gucken, warum das so das Problem ist und so weiter. Naja, die Elektrizität, das geht ja noch eigentlich. Tja, wegen meinem Betäubungsschlag, ja. Ach, das hier, siehst du, Hecken. Ha, hab ich doch gesagt. Alter. Ja, die Sauna beieinander dafür, aber dass sie. Alter, das war gerade sowas von knapp. Hä, was ist das denn? Upload Datenträger aufheben. Lol, was hab ich denn. Hä? Was geht denn ab? Jetzt habe ich eine Pistole in der Hand? Wie soll das denn? Oh, das war ein Dings. Hilf mir, hilf mir. Ja, ich komme. Hab die. Derbe. Wieso habe ich jetzt einen Koffer in der Hand? Hättest du nicht mal in Ruhe mal kurz diese Mission da zuhören können? Nein. Nur so, wenn die so blau aufleuchten, heißt das, die sind so ein bisschen betäubt. Ja, ist klar. Nein, sondern ich kann jetzt nur meine Pistole benutzen. Ich meine ja auch für die Zuschauer. Und ich weiß, dass du nur die Pistole benutzen kannst. Das ist ja echt behindert. Ich weiß noch nicht mal, wohin mit dem Ding. Ich hätte den Mod doch reinmachen müssen. So. Komm mal mit. Vielleicht müssen wir das erst zurückbringen oder so. Mal gucken. Erst zurückbringen, wohin? Hä? Hier muss ich noch mehr hacken. Alter, wohin müssen wir denn die Dinger bringen? Suchen Sie Datenkonsolen. Hä? Es geht ab? Schön. Ich glaube, dass wir das einfach weitermachen müssen. Ja gut, dann probier das eine mal zu hacken. Hackst du das eine gerade schon? Hier ist noch ein Hack-Dings. Oh cool, ich hab verriet. Hier ist aber nichts zum Hacken, also komm ich wieder raus. Also gehe ich mal kurz dahin und hacke. Heads up. A Grineer Assault Team. Nein, das wird nicht gut ausgehen. Ah, oh, ich bräuchte mehr Zeit. Na komm, Alter! Wieso fail? Das war alles! Ihr habt's gesehen, ich hab's aufgenommen! Ja, genau, jetzt spackt meine Pistole rum. Ein Mod? Ne. Hä? Jetzt hab ich. Denn? Hab ich jetzt zwei Kisten in der Hand oder nur einen? Ja, keine Ahnung. Hier ist so viel Security hier hinten. Ja, Alter, warum gehst du denn alleine los? Ich hab Entwaffnen. Was ich den Leuten noch nicht gesagt habe. Ich hab keine Munition. Keine gute Waffe. Na klar, du hast das Gana. Eine Pistole aber. Ist keine gute Waffe. Na komm, stirb, Junge. Also nicht wundern, dass es ein bisschen laggt. Das liegt am Host, ne? Nicht an mir, sondern an den Host. Nicht unbedingt. An dem doofen Host. Hier, komm mal her. Komm mal her, ich hab hier einen Mod.
Skanamod. Ja, Mann, Skanamod. Oh Gott, ich komme. Lappenbahn. Wo liegt er? Bei mir, komm einfach hierher. Du bist ja da oben. Ich bin hier unten. Wieso gehst du auch zurück? Komm ja schon. Hör dich doch. Seh dich. Hier liegt der Skana. Ben, du beschützt ihn ja richtig. Danke. Doppel-Skana-Mod. Doppel-Skana-Mod? Ja, ich habe jetzt einen Doppel-Skana-Mod. Haha, du kannst es da nicht verwenden, ne? Wieso? Weil es für die doppelten Skaltana dann ist. Oder? Oh ja, das kann sein. Aber das ist mir gerade egal, weil ich habe eh keinen Mod-Slot in der Skana mehr frei. Haha. Ja. Ich schon, ich bin ja Level 8. Ja, ich bin ja auch kein Skana-Sucht. Ich schon. Ich liebe das Skana. Schlimmste Waffe in diesem verdammten Spiel. Nein, was du laberst, da kannst du schön die Gegner zerschnetzeln. Ich bin ja eher der, wer es für Gewehr ist. Ich hab grad meine... Ich kann das Ding fallen lassen. Lol, wie hast du das denn gemacht? Ja, einfach auf Waffe wechseln drücken mit F. Ach so, ja, da wär ich auch drauf gekommen. Nee, wärst du nicht. Na klar. Da, renn einfach durch. Scheiß auf die Gegner, sie tun uns nichts, solange wir uns nicht bewegen. Haha, das sind keine Dinosaurier. Oh, nein. Doch, nein. Yay. Wir sind so scheiße in diesem Spiel, also wir werden so... Warte, der schiebt was vor sich an, mir sein Schild. Ja, den Schimmer, ich hab ihn schon. Einfach durchrushen. Alter, was laberst du? Schön alle durchrushen. Schön alle mit dem Skana fertig machen. Schön verstecken. Siehst du, ich schnetzel die alle auf und du kämpfst da. Dreckiger Camper. Hey, schnell! Ja, du Wahnsinn. Wow, hast du stark gemacht. Mich hier allein zurücklassen. Super, yay. Ruhig das Let's Play herauszögern. Ja. Die Leute wollen noch was sehen für ihre Zeit. Stimmt, ja, wie du mich im Stich lässt. Hör auf mich zu schießen. Das bist ja gar nicht du. Ja, ach was. Warte, da war eine Lagerkiste. Ich lass keine Lagerkiste zurück. Gehst du jetzt extra nochmal zurück, um die Lagerkiste zu holen? Hab ich gerade, ja. Den krieg ich. Wow. Du bist ein Hurensohn. Gib mir Rückendeckung. Nee. Ich lass dich jetzt zermetzeln von dem Typ. Das ist doch richtig, Alter. Ach so, natürlich, es muss eine richtige Reihenfolge haben. Hab ich ja ganz vergessen. Auf dich aus. Auf. Oh, und ich hab grad Boa-Mod erhalten. Du wirst nie die Mod kriegen, weil ich dich heilen werde. Ha, du Loser, du Noob, du dreckiger kleiner Noob, du. Ich komm noch zum Mod. Und das will ich sehen. Das letzte sei ich tue. Haha, du kannst es nicht aufheben, du kannst es echt nicht aufheben, oh Gott, Junge, hier bitte. Junge, heil mich doch, ich bin gleich tot. Alter, ich mein's ernst. Ich find's sicher witzig. Gott. Bist du Strun-Mod? Was hast du? Strun-Mod. Strun? Ich hab Boa. Ich hab die andere Schrotflinte. Toll, ich glaube, ich hab das Ding fallen lassen. Nimm's mit, weil sonst kriegen wir weniger Punkte. Ja, ich weiß ja nicht, wo es ist. Ah, da liegt's. Wir kriegen eigentlich gar keine Punkte, wir können die Mission nicht irgendwie Dinger beenden. Oder so. What the f... Wie bist du da? Alter, warte, wenn du mir das Ding gibst... Alter, wie bist du da runtergekommen? Wenn du mir das Ding gibst, hast du deine Waffe. Deine normale Waffe. Du kannst aber nicht zwei auf einem, drei auf ich einmal... Ich hab drei auf einmal in meiner Hand. Ja, dann warte. Dann bist du der rumläuft und das nimmt. Ja. Weil ich spiele ja sowieso nur mit dem Skana, von daher... So, siehst du? Jetzt habe ich 4 auf einmal in meiner Hand. Junge, was für kritische Damage ich hatte! Au. Du, gib mir mal Rückendeckung. Du, schön, hier geblieben. Nein. Ah. Ich tu gleich den Panzerbrechner-Mod hier rein.
Ich verstehe das einfach nicht. Wieso kann es nicht andersherum sein? Die müssen mal irgendwie mal so eine andere Hackfunktion machen. Weil irgendwie ist das komisch. Nein, da war eine Lagerkiste. Hallo, ist da jemand? Geschnetzeltes. Na, das bist du. Ausnahmsweise ja. Weil? Ich weiß, dich freut's ja nicht, mich zu sehen, aber trotzdem. Freut keinen. Ich glaube, die Leute leiden mit mir, weil sie ein Video ansenden. Geschnetzeltes. Also irgendwie ist die Stufe total einfach für mich. Keine Ahnung warum. Also irgendwie muss ich ja gar nichts machen, weil du nimmst ja alle behinderten verdammten Gegner. Ja, tut mir leid, wenn du so langsam bist. Ja, meine Waffe macht nicht mit einem Schuss. Meine ist keine Einschusspumpe. Du bist tot. Alter, komm, mach jetzt die Tür auf. Hab ich. You may proceed. The bypass is done. Go. Was ist der für einer? Der ist in der Luft explodiert. Lol. Hab ich nicht gesehen. Kannst du dich eigentlich verarschen? Oh, wir sind hier. Wir sind angekommen. Yay. Nee, ich komm nachher, ich mach erstmal hier ein paar Spinde leer. So. Schnell. Also, Sole, und den einen letzten Gegner töte ich auch noch. Den darf man nämlich nicht vergessen. Und das bist du. Alter, bis du kommst, habe ich ihn schon 10.000 Mal erledigt. Alter, kotzt du mich gerade an. Mission abgeschlossen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie hält er da? Der hält es wirklich so fest, ich glaub's nicht. Ja, Mann, Loki Rang 10. Boom, Baby. Loki Kammer Rang 8 erreicht. Ja, ich bin einfach der Beste. Nein, das ist Gartana-Scheiß. Ja, mit dem bin ich, glaube ich, jetzt auch in Rang aufgestiegen, glaub ich. Sole, zugefügter Schaden 89, erlittener Schaden 32. Ja, ich bin der Beste von uns beiden. Insgesamt getötete Gegner 70 und du 8. Du läppischer 8. Oh Gott. Die seid noch am Leben, umso besser. Nahkampf getötet, so, jetzt, 55. Jetzt können wir uns entscheiden zwischen Tolistoi und Laris. Ja, kannst du entscheiden. Also bei Laris ist nur eine Nebenmission. Tolistoi ist die. Warte! Okay, gut. Der Captain hat mal wieder zu uns gesprochen. Hast du es nicht gehört? Doch, aber bei mir ist der Captain aus. Er macht nur bla bla. Ja, ist schon klar, aber das ist wichtig. Soll ich mal den Mod-Slot freischalten? Ich tue mal den Mods. Ja, ich gehe mal hier entwaffnen und verbessern. Ja, ist wahrscheinlich auch cool. Ist richtig toll. Also, nur mal kurz für alle, ne? Ich hab jetzt hier mir dieses Upgrade, habt ihr ja gesehen, drauf gemacht. Da habe ich jetzt schon Entwaffnen. Und jetzt will ich Entwaffnen verbessern, dann Unsichtbarkeit nochmal verbessern. Und das habe ich auch schon einmal, glaube ich, irgendwo Unsichtbarkeit verbessern oder auch nicht. Keine Ahnung. Sieht nicht so aus. Naja, werde ich es dann verbessern. Egal. So, dann wollen wir mal unser Scanner verbessern. Unser super Scanner. Ich glaube, da mache ich die Feuerrate. Oder Charge Speed ist auch nicht so schlecht. Was ist das denn überhaupt für ein Mod? 5 Charge Damage. Aha. Eis, Betäubung und Fire. Fire Rate mache ich dann raus. Und da kommt dann Charge Damage rein. Genau. Wieso sagst du eigentlich nichts mehr? War beschäftigt, Entschuldigung. Ach so. Machen wir mal hier Feuerrate. Ja. 500, ja, von mir aus. Verbindung zum Host wurde unterbrochen. Das Multiplayer-Menü wird aufgerufen. Schön. Was hast du gemacht? Gar nichts. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Heieiei. Marktplatz. Also da, ja, beim Marktplatz kann man sich jetzt eben halt hier so Waffen, habe ich ja auch schon letztes Mal gezeigt. Wenn man draufklickt, kann man entscheiden, will ich die Waffe jetzt haben, für Credits oder für 120 Platin. Ey. Was? Die Leute sind nicht dämlich. Das hast du jetzt schon ja, vielleicht 100 Mal warst du schon. Ja, schön, schön. Und ich kann mir, ich kann mir die Sturen kaufen. Die Est-Turn oder Sturen oder Struhn. Als Waffe? Ja. Das ist 17.500. Ja. Das ist aber eine Shotgun, gell? Ja. Kaufst du dir, ist mir wurscht. Sniper-Tron kann ich auch. Nein, also 50.000. Verdammt, spare ich mal weiter. Naja, egal. Gut, weiter geht's. Welche Mission machen wir jetzt? Weiß es nicht, sag du es mir. Warte. Ziel in Infestation. Aha.